Es ist mal wieder Zeit für einen weiteren Stadionvlog. Heute geht es nach Jena. Ich fahre gleich los in Richtung Jena, in Richtung Ernst Abbe Sportfeld, um mir das Spiel KCS Jena gegen Hertha BSC anzuschauen. Und ich sage so, wie es ist. Ich sitze hier und ich bin schon richtig nervös. Denn ich glaube, KCS Jena kann so ein Gegner sein, der uns richtig ein Bein stellen kann. Aber trotzdem habe ich unfassbar Bock auf diese Auswärtspartie. Und ich vertraue einfach mal Pal Dardai, dass er das schon irgendwie schaukeln wird. Pal Dardai hat die bisherigen 5 Spiele in der ersten Runde mit Hertha allesamt gewonnen. Ich hoffe einfach, dass diese Serie mehr oder weniger weitergeht. Ansonsten wünsche ich euch unfassbar viel Spaß mit diesem Stadionvlog. Ich bin mal gespannt, wie das Stadion an sich so ist. Die Region, in dem das Stadion steht, die soll ja ganz schön sein. Aber ich würde sagen, starten wir rein in den Stadionvlog und kommen wir zur Aufstellung. Die Aufstellung für das Spiel sind draußen. Bei uns fällt direkt mal auf, Suat sehr das spielt. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was mir richtig Hoffnung macht. Ansonsten, Tjaak spielt, Reese, Richter. Ja, das sind Spieler, die auch Erstliga-Niveau haben. Eigentlich muss es klappen. Ich bin mir gerade nicht sicher, Duziak soll spielen, hat er gerade gesagt hier. Hören Sie ja im Hintergrund, der sagt gerade die Aufstellung an. Aber beim Kicker steht Kempf. Mal gucken. Ja, vor jedem Spiel mache ich eine Prediction. Meine Prediction für dieses Spiel 2-1, habe ich ja gestern gesagt. Beten, dass es einfach für eine weitere Runde reicht. Wichtig, sehr wichtig. Heiko war es, glaube ich. Sehr, sehr wichtig. Schon einmal. Nee. Und das war ja mal wieder gar nichts. Ja, ist okay, das ist gutes Spiel. Wäre der Klassiker? Ja, gut. Ja. Eieiei. Mein Eckball. Unsere Standards wie immer scheiße. Was? Ich würde sagen, es ist okay, das hier ein wichtiges Tor. Das wird vielleicht im Nachhinein nicht richtig. Ich muss sagen, solide Halbzeit. Offensiv geht etwas mehr als in den letzten Spielen. Ist auch klar, ich finde, wir haben ein bisschen das System umgestellt.
Man muss sagen, das hätte aber ein paar Mal ins Auge gehen können, defensiv. Ein paar Schlampe dabei, aber sonst eine solide Partie, denke ich. Wir müssen die Chancen mehr machen. Also aus einer Halbzeit müsste eigentlich mit 2-0 rausgehen und dann etwas mehr Sicherheit. Weil so ein Tor machen die, zack, steht 1-1, dann Verlängerung und dann Elfmeter schießen, dann sind wir raus. Na, mal gucken, was noch folgt. Alerta BSC, Aleo, Aleo. Jawohl, jawohl. Ja. 2-0. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's gar nicht gerafft. Keine Ahnung, was hier passiert. Es steht 5-0. Ich sag, wir werden Meister. Wir werden Meister. So, das war's jetzt mit diesem Stadionblock. Ich hoffe, dieser Stadionblock hat euch gefallen. Ich muss sagen, 5-0, ey, es war ein toller Tag in Jena. Ich muss auch sagen, Jena an sich, ja, ich habe nicht so viel von der Stadt gesehen. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich war recht zügig, recht spät erst im Stadion. War aber an sich eine gut wirkende Stadt. Das Stadion für einen Viertligisten auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Vor allen Dingen die Region, in die dieses Stadion stand, mit den Bergen im Hintergrund. Das war schon an sich sehr, sehr geil. Dazu dieses Ergebnis. Tolles Wetter, tolles Spiel, 5-0 gewonnen. Es war ein toller Tag. Ey, ich habe mal auswärts gewonnen, ne? Das ist unglaublich. Ich habe von meinen bisherigen 7 Auswärtsspielen 6 verloren. Und endlich habe ich mal eins gewonnen. Und vielleicht haben wir im DFB-Pokal mal Glück und kommen noch eine Runde weiter und danach noch eine Runde weiter. Zum Spiel kann ich sagen, dass ich recht zufrieden mit dem Spiel bin. Wir haben ordentlich gespielt. Wir haben unsere Tore konsequent gemacht. Wir haben endlich mal auch mal unsere Chancen ausgenutzt. Waren nach der Halbzeit gnadenlos.
Aber ich glaube, ich habe schon, wenn ihr dieses Video seht, mein Analysevideo hochgeladen. Das heißt, schaue ich dazu ganz gerne meine Analyse an. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir darauf aufbauen und dass wir dann Hamburg nächsten Samstag besiegen. Denn ich fahre auch nach Hamburg und ich versuche natürlich auch gegen Hamburg einen Stadionvlog für euch zu machen. Ich bin da auch schon sehr, sehr hyped auf die Auswärtsfahrt. Wir können auch uns morgen mal Hamburg anschauen. Ich spiele ja morgen im DFB-Pokal gegen, ich glaube, Erfurt. Ah, nee, nicht Erfurt. Gegen Essen. Rot-Weiß Essen. Stimmt, das war es ja. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es war ein toller Tag im Stadion. Dankeschön auch an alle, die mit mir unterwegs waren oder die mich erkannt hatten. Ja, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und um in Zukunft auch nichts mehr rund um Hertha zu verpassen, könnt ihr auch ganz gerne diesen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, genießt den Tag, schönen Abend euch noch, bis morgen und ciao.